Die syrische Armee hat nach eigenen Angaben die volle Kontrolle über die Region Ost-Ghuta zurückerlangt. Zuvor waren die letzten Rebellen aus der Stadt Duma abgezogen. Damit sei Ost-Ghuta nun von Terroristen befreit, so die Führung der syrischen Streitkräfte. Was bleibt, sind Trümmer. Soldaten waren zuletzt beauftragt worden, restliche Straßenbomben der Rebellen zu entfernen. Laut der Armee sind Waffenfabriken, Munitionslager und Tunnelanlagen entdeckt worden. Unterdessen wurden Bewohner in Bussen evakuiert. 5 Jahre lang war Ost-Ghuta von Regierungstruppen belagert worden. Eine beispiellose Serie von Luftangriffen hatte in den vergangenen Wochen 1000 Zivilisten das Leben gekostet. Zudem soll die Armee hier einen Giftgasanschlag gegen das eigene Volk verübt haben. Das Bürgerkriegsland kommt nicht zur Ruhe. Zuletzt soll eine schwere Explosion den Norden Syriens erschüttert haben. Die Ursache blieb zunächst unklar. Die syrische Armee hat nach eigenen Angaben die volle Kontrolle über die Region Ost-Ghuta zurückerlangt. Zuvor waren die letzten Rebellen aus der Stadt Duma abgezogen. Damit sei Ost-Ghuta nun von Terroristen befreit, so die Führung der syrischen Streitkräfte. Was bleibt, sind Trümmer. Soldaten waren zuletzt beauftragt worden, restliche Straßenbomben der Rebellen zu entfernen. Laut der Armee sind Waffenfabriken, Munitionslager und Tunnelanlagen entdeckt worden. Unterdessen wurden Bewohner in Bussen evakuiert. 5 Jahre lang war Ost-Ghuta von Regierungstruppen belagert worden. Eine beispiellose